Am Abend vor dem 11.11. werden in Köln schon Bützchen verteilt von Markus Anfang, Trainer von Dynamo Dresden. Gebürtiger Kölner bei der Kölner Viktoria. Olaf Janssen begrüßt noch Robin Meissner, jetzt in Diensten der Dresdner, letzte Saison noch Top-Torjäger der Viktoria. Das Spiel am Freitagabend von Beginn an mit dominanten Dresdnern in den dunklen Trikots und mit dem ersten Highlight nach 16 Minuten. Es gab Strafstoß von Florian Exner, sofort auf den Punkt gezeigt. Wir sehen hier Greger mit dem Handspiel. Eine ganz verrückte Situation, aber mittlerweile werden solche Aktionen immer mit Handelfmeter geahndet. Schuss kam von Will Kutschke mit der Möglichkeit, nach 17 Minuten auf 1-0 zu stellen. Das lässt sich der Goalgetter nicht nehmen. Sein fünfter Saisontreffer, in der letzten Saison ja noch ein Elfmetertor verpasst gegen die Kölner hier. Eiskalt zugeschlagen. Was war das für ein krass guter Auftritt, um es mal so salopp zu sagen, des Tabellenführers hier an der Schelsig. Auch nach dem 1:0 machten sie weiter und legten nach. 32. Spielminute. Niklas Hauptmann mit dem zweiten Treffer des Abends. Und wie wurde das rausgespielt? Becker unter Druck gesetzt. Der hat dem Druck nicht standgehalten. Kutschke wartete ab. Wunderbar rein in den Lauf von Lemmer. Und der Abschluss ist brillant. Kölner mussten umstellen in der Kette, hat man auch hier gesehen. Startelfdebüt von Kubata, U19-Spieler. Normalerweise kam da nicht dran. Und die Viktoria nicht in dieses Spiel. Erste Hälfte nur in schwarz-gelb gekleidet. Nächster Fehler der Kölner. Lemmer aufmerksam. Wieder Greger und wieder gab es Strafstoß. Und diesmal, Florian Exner, gab es keine zwei Meinungen. Das war wieder der junge Verteidiger Kubata, der da das Tempo nicht aufnehmen konnte. Und Greger dann mit der Grätsche. Der hatte schon gelb und sah daraufhin den gelb-roten Karton. Eine Halbzeit zum Vergessen für die Kölner. Und die war ja noch nicht zu Ende. Kutschke hatte die Möglichkeit auf den Elfmeter. Doppelpack, und auch das ließ er sich nicht nehmen. Souverän verwandelt mit dem Halbzeitpfiff. 3:0 für Dynamo Dresden. Das D stand für Dominanz. Sehr zur Freude der fast 2000 mitgereisten Dresdner Fans. Das hat denen richtig Spaß gemacht. Also jetzt Überzahl für Dresden, 3:0 im Rücken. Das Ding war doch eigentlich schon geritzt, oder? Wir schauen mal rein in die 55. Spielminute. Die Kölner erstmals offensiv unterwegs über Philipp und Donny Bogicevic. Das ist Fußball. Einmal kommen sie da durch. Dresden lässt ein bisschen locker. Wichtig hier der Kopfball von Fritz, der Korunkiewicz in die Parade gebracht hat. Philipp mit Übersicht. Der Abschluss ist klasse. Dritter Saisontreffer und vielleicht ein bisschen Hoffnung für die Kölner. Danach war die Viktoria wirklich stark, drauf und dran das zweite zu erzielen. Dann kam der ehemalige Kölner Meissner. Letzte Saison 12 Tore erzielt für die Viktoria. Wir stoppen die Zeit und bleiben gleich stehen bei 45 Sekunden. Dresden machte Druck, wollte jetzt so langsam die Entscheidung. Da war der entscheidende Fehler und da war Meissner. 4:1, er jubelte nicht gegen seine alte Liebe. Mit Ballkontakt 1, 2, 3, 45 Sekunden nach der Einwechslung hier zum 4:1 zu treffen. Das kann man mal so machen. Wieder ein Fehler vorausgegangen eines jungen Manns, eingewechselte Sticker aus der U19. Das kann alles passieren. Der Aderlass ist groß bei der Kölner Viktoria. Viele Verletzungen und das war auch noch nicht der Schlusspunkt. Meissner in die Spur gebracht, 86. traf nicht nur, legte auch einen vor, und zwar den ersten Dreierpack. Das muss man sich mal vorstellen. Von Stefan Kutschke in Liga 3 und das mit 35 Jahren. Wunderbar von Ehlers, wunderbar von Meissner. Kutschke ist ein Goalgetter und die Dresdner einfach bockstark drauf. 5:1, fettes Ausrufezeichen des Tabellenführers am Höhenberg. Ich glaube, dass da so eine Selbstverständlichkeit in das Spiel reinkommt, dass man halt davon überzeugt ist, was man macht. Und das müssen wir natürlich auch immer wieder bestätigen. Das müssen wir uns immer wieder hart erarbeiten. Und das haben wir heute auch gemacht. Ich meine, es ist maximal unglücklich gelaufen für uns. Ich fand eigentlich, dass wir gegen den Ball in der ersten Halbzeit vernünftig verteidigt haben. Und die Tore, 2 Elfmeter und das dritte, das war natürlich Geschenke. Ne? Ja, und dann werden wir morgen mal gucken,
wie wir die Session in Köln mit starten können. Ich bin mir sicher, das erste Kaltgetränk für die Dresdner gibt es vor dem 11.11. um 11.11 Uhr. Höchster Saisonsieg, der 11. Sieg für Dynamo. Der Aufstieg geht nur über Dresden. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.